Deswegen haben die Angst vor uns, das müsst ihr einfach merken, wenn ihr mal auf dem Piraten unterwegs seid, killt einfach irgendeinen Mann und dann passt er. Ich habe Mist. Okay, du kannst gerade verhindern. Kommt mit oder sterbt. Ich verstehe immer noch nicht ganz den Satz von kommt mit oder sterbt, weil eigentlich müsste es ja heißen, irgendwie so wie, macht's was, damit ihr nicht sterbt, aber na okay. Wir haben jetzt alles, was wir brauchen, um das Schiff zu verstärken, Sir. Was wir denn wollen? Was wollen wir denn hier? Wir haben alles, um das Schiff zu verstärken. Das ist natürlich super, um vorher noch mal ganz kurz reinzugucken hier. Ich weiß, wir haben bis jetzt nur gekämpft, aber ihr wisst doch, wie es ist. Ich frage mich, warum ich mich jedes Mal wieder rechtfertige. Das geht gar nicht. Es ist vollkommen... Das gehört ja zum Spiel dazu. Was wird es immer mehr? Freizeitenkanonen, die benutze ich am meisten. Deswegen durch die natürlich jetzt verupdaten erstmal. Up to date. Des Cannons und Stärke des Rammsporns. Das mache ich auch ziemlich oft. Also auch den updaten. Abgesehen davon ist es das Einzige, was wir noch machen können nebenbei. So, okay. Und dann gehen wir nach draußen, Rammsporne gehabt, ja, ich finde, wie das Ding jetzt aussieht, der muss ja jetzt ein Monster einfach mal seines Selbst sein. Ja, sieht ordentlich aus. Sieht komisch aus, aber ordentlich aus. Also sieht ordentlich stark aus und komisch, komisch. Komisch, nicht, komisch, nicht, komisch. Captain im Ruder! Dann wollen wir jetzt mal endlich die Festung angreifen. Da ist ja auch schon, wir haben keine Mörsergranaten mehr, gell? Doch, wir haben drei Mörsergranaten. Ach du Scheiße. Lalalalalalala. Alle Hunde feuer! Ihre Schwachstelle ist aufgestellt! Schieß! Bereit zu schießen! Feuer! Oh, dann schau, was davon jetzt noch übrig ist von dem Vor. Bereit zu feuern! Nicht mehr viel, ne? Drei Mossergranaten da reingezimmert und den Rest macht jetzt unser. Feuer! Und von der Seite scheint es auch keine Gefahr mehr zu drohen. Was bist du? Ach, billiges Level 38. Was spielt bei Kingkopf rum? Das weiß ich nicht. Ich habe das Schiff nicht. Ich werde das Schiff nicht ignorieren. Also ich werde schon mit ignorieren, solange wir die Mauer haben. Wenn wir das nicht haben. Das sollte jetzt aber nicht heißen, dass wir das Schiff benutzt haben. Das bringt mir nichts, wenn ich mir jetzt um das Schiff kümmern will. Und Verfolger haben wir auch noch, ne? Das wird ja jetzt gleich lustig. Ich würde gern ja Küsten vorreichen, das ist mir schon klar. Ich würde es gern machen, aber müsste ich erstmal irgendwie hier rumkommen. Großsegel rein, Bramsegel reffen! Feuer! Ja, könnten Sie da nicht! Feuer! Der Segelmänner! Ach du Scheiße, das wird nichts mit dem Anlegen, oder? Kann ich anlegen? Wir wurden touchiert! Feuer! Feuer! Nee, nicht damit einlegen. Feuert! Flak eingesteckt, Captain! Feuer! 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 Sie präsentieren sich uns! Feuer! Lasst sie dafür bezahlen! Die Drehbars müssen auf jeden Fall nochmal erhöhen, die Geschwindigkeit des Drehbars. Feuer! Ein paar Treffer hier und sie bricht! Feuer! Warten auf dein Zeichen, Captain! So. Wo ist denn das nächste, was wir uns erholen können? Sie schicken da! Feuer. Das kommen wir ein bisschen in die Richtung wieder. Einmal der Menge an Schüssen kann man ja eigentlich gar nichts falsch machen. Jetzt so Schiffe hier mit eingeschlagen. Nur drei so Schiffe. Feuer! Bereit zu
Die wollen es wahrscheinlich nicht so leicht machen. Wolltet gern schwimmen. Und dann fahren wir mal drauf los. Irgendwas schießt er mit dem Mörser. Ich kann momentan nicht genau sagen, wer es ist, aber irgendwer scheint hier mit mir sein. Ich wäre echt ungeil darauf, da reinzufahren. Da fährt er ein kleines im Weg. Nichts. Was wird da? Enter. Und da hinten ist noch eins stehen irgendwo. Ein Feuer. Und stirb. Und stirb. 9 von 10 haben wir geschafft. Und jetzt noch hinter der Mission. Spring. Boah. Ey, das war 11. Ich kriege dafür jetzt einen Bonus, ich habe 11 gekillt. Ich will dafür eine Auszeichnung, 11 von 10. Das sollte eine Auszeichnung sein, sowas, wenn du mit dem letzten Schlag noch 2 killst. Das sollte eine Auszeichnung sein. Metall, Wurm, Schwere, Hut und Feuerfässer, check doch ab. Flip. Da war jetzt nichts Besseres dabei, gell? Nee. Wer schießt denn jetzt bitte noch auf uns? Gerstown? Segelreffen raus aus der Böe! Soll ich das 38er Großkampfschiff hin? Alle Segel, sie verträgt das! Alle Segel setzt die Jungs! Feuer! Verdammt an die! Legt sie auf die Schlachtplatte! Raus und drauf! So. Okay, dann holen wir uns jetzt mal die Festung da, damit wir auch irgendwann nochmal zu Potty kommen. Los geht's! Flup! Und dann können wir da unseren Bekanntheitsgrad auch endlich verringern. Da siehst du meine Treffer noch draußen fliegen mit einer Klappe. Bekanntheitsgrad verringern, einen Spaß und was weiß ich nicht alles. Muss man an der über die Schulter steigen. Nicht über die Schulter gucken, sondern direkt über die Schulter steigen. Das ist so eine neue Lebensart. Und wir versuchen natürlich wieder vor unseren Kameraden in der Festung zu sein. Aber die sind auf mysteriöse Weise, obwohl wir sie über Mauern steigen, vor uns da. Und wir müssen jetzt 3 Offiziere eliminieren, das übliche, in größeren Forts. Achso, wir haben auch keine... Wir haben auch keine Dings. So. Was erste? Was soll denn hier los? Irgendwie kann einer von denen reagiert auf mich. Wie ich das nicht stirbe, oder es wundert mich so ein bisschen. Mach ruhig weiter. Moment, wo muss ich lang? Oh, hier, guck mal, hier Feinde. Der ist tot. Der ist tot. Geht's hier lang? Ach, Munitionsblunder kann ich auch. Das ist natürlich geil. Dann will ich mir dann gleich noch ein bisschen... Hallo? Munitionsblunder? Dann hole ich mir ein paar Pistolenkugeln zurück. Weil wir davon momentan nicht so viel haben. Umso weniger man hat, umso mehr kriegt man, glaube ich, auch. Hallo? Wir legen mit sich, oder wie? Blundern? Jetzt gut. Bin ich zu weit zu nahe im Gedränge, oder wie? Nee, hier geht's auch nicht. Aber hier komme ich hoch, alles klar. Aber hier muss ich auch nicht hin. Oder ach, sind die ganz hier oben, oder was?
Da ist noch einer. Wow. Fang mich doch, fang mich doch. Naja, also mit dem Werfen, das müssen wir noch ein bisschen üben. Ansonsten, wen haben wir denn hier so alles fröhlich lustiges? Weiß ich so. Ich schieße genau vor dem Schießchen ins Gesicht. Ah, nee, das war kein Treffer. Kein Fall. Mein Gott, Walter, ey. Zeig dir mal, wie das geht hier. Bam, so macht man das. So, so und so. Genau. Ich hoffe, man hört die Luft meines PC jetzt nicht. So. Hier scheint Fenster noch zu sein. Komme ich aber momentan nicht ran. Dann muss ich anscheinend hier irgendwo durch. Hallo! Na du süßer kleiner Schnuckelmann! Oh, das ist einer der Leute, die ich hüten muss. Bleibst du mal stehen? So, fertig. Offizier ist vorhin eliminiert. Theoretisch gesehen müsste jetzt eigentlich der Rest sich ergeben, aber macht irgendwie nicht. Oh, sorry, du warst ja, hat sich ergeben. Oh, ist mir ausgerutscht. Also ich könnte wirklich kein positiver Faktor sein. Ich habe definitiv was gegen blau, rot, grün und lila Röcke. Und hier sollen irgendwo Kisten sein. Sag mal, mein Junge, wo sind denn die Kisten hier? Wo sind die Kisten hier? Sag mal, wo sind denn die Kisten? Finde ich auch geil, dass diese riesen Kiste an Gold, an der wir gerade vorbeigelaufen sind, nicht nimmt. Sonst nimmt da alles, aber diese riesen Kisten an Gold und Eisen und was weiß ich nicht, was da drin war, die nimmt er nicht. Bam! Und wieder ein. Und dann kaufen wieder ein paar Animus-Fragmente auf und ein bisschen davon, hiervon. Das scheint eine Stadt zu sein hier hinten, ne? Porosa. Okay. Ja, da haben wir wieder was erforscht und haben mehr als die halbe Karte freigeschaltet mittlerweile. Das ist geil, wir haben noch vier Dinge. So, oh, endlich hier ein bisschen. Daher, was hast du hier für musst du unerwünschte Aufmerksamkeit ja, loswerden. Was, Auftrag, und was hast du hier alle an Bord? Kehren Sie später zum Boot des Händlers zurück, um seinen Auftrag anzunehmen. Achso, seid ihr gegrüßt, Freiburger, es ist Zeit, sich gegen diese spanische Schmuggler zu erheben. Obwohl die Besatzung vorgibt, die Befehle der spanischen Krone zu handeln, steht die Ladung des Schiffes, Moment, tatsächlich, hallo, steht die Ladung des Schiffes tatsächlich an Bord. Ich habe keine Ahnung, was da stehen soll, bin ihm sicher, dass ich runterscrollen kann, aber okay. So, spanische Fregatten versenken und spanische... Willst du in Frieden leben, mein Freund? Ja, will ich. Ich betrachte dich als unschuldig. Dankeschön. Reden. Ey, na du, ich würde dir gerne was verkaufen hier. Ich habe da, verkaufen. Ich habe da so ein paar lustige Dinger. Hier, Frachtraum, Fracht verkaufen. Zum Beispiel habe ich da ein bisschen rum wieder gut gemacht. Ja, hier so, flups. Rum. Ach, das war sogar erstmal. Jetzt kommt er rum. Ich muss übrigens sagen, ich habe jetzt letztes Mal auch bei diesem Grog zu trinken, also Grog trinken, schmeckt ganz gut, muss man sagen, ja. So, Schiff reparieren, kostet mich, wow, diese Unkosten, die ich gerade gestürzt wurde, ist wirklich, ist beachtlich, auf jeden Fall. Injector Upgrades, was kann man denn hier uns, wir können uns nicht leisten, nein, können wir nicht, Metall, zu wenig. Ernüchternd. Aussehen Ejector. Kann man auch nicht so leisten. Aussehen von mir kann ich mir natürlich auch nicht leisten. Ja, das blöde einfach mal nur. Achso, so, spanische Fregatten versenken, spanische Bricks versenken. Das werden wir nach und nach irgendwann erreichen. Da muss ich mir nicht extra den Kopf machen, dass ich die versenke. Wir versenken so viel auf dem Weg zu unseren Zielen, dass da das absolut kein Problem sein sollte. Quatsch.
Coole Momente. Stopp! Halt, 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 halt. Was mache ich denn bitte? Seit wann tue ich denn bitte nicht mehr die Festungen, die ich ab heute auf ausrauben? Denn wir wollen ja hier nicht nochmal zurückkommen. Ihr kennt das Spiel. So, oh, das sieht auch ganz geil aus mit den Kanonen hier. Alter, ist das für eine Festung? Was war das mal an hier? Sehe ich auch gleich die erste, die ich mir kralle. So, da haben wir das Fragment gefunden. Ich glaube, es gab zwei Fragmente, gibt's da, steht's. Shinkoro heißt die Festung. Und da sehe ich das zweite, auch sehr schwer erreichbar. Oh, jetzt sieht man irgendwie klar rein, sieht man, wo lang laufen kann. Wenn ich 5000 Menschen da so rumhammeln. Hampeln. So, das ist natürlich ziemlich einfach zu erreichen. Und genauso einfach sollte hier irgendwo die, sollten hier irgendwo die Kisten stehen. Da wird gerade ein feindliches Schiff platt gemacht, was sich zu nah an unserer... Ich muss hier irgendwie hochkommen. Ich kann hier rein.